Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme unserer Campingaktion Among Trees. Wir haben Zelt dabei, wir haben Essen dabei, wir haben ein wenig Vorräte dabei, nebenbei eingesammelt, sind vorhin gerade vom Bären weggelaufen und sind jetzt einfach mal auf Tour. In unbekannte Gefilde schaut, wir haben die Map einfach mal in die andere Richtung sind wir abgebogen, einfach mal, weil wir es können zum einen und zum anderen. Die Map ist so riesig, wir haben Zelt mit, warum nicht? Sind immer noch am selben Tag wie in der letzten Aufnahme. Aber wir waren am Folgeende angekommen und deswegen habe ich gedacht, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einfach weiter. Ihr habt nichts verpasst. Alles gut. So, wo sind wir denn hier? Pilze sind immer gut. Da jetzt sind wir natürlich. Da ist unsere Heimat. Unsere Wahlheimat nach dem, was uns hier passiert ist. Wobei wir immer noch nicht wissen, was uns passiert ist. Schauen wir einfach mal, was es hier noch so gibt. Hübsch. Guckt euch mal diese Farben an. Oh Mann. Mein Gott, wie riesig. Holz sammeln, ich sicherheitshalber ein, falls wir zum Lagerfeuer machen müssen, wenn wir uns dann in das Zelt begeben. Wir haben wieder Hunger, wir nehmen wieder einen Pilz. Wir sind dabei, uns eine schöne Stelle zu suchen zum Campen. Hier ist noch ein Holz. Ups. So. Hier sieht es doch schön aus. Gucken wir mal. So. Equipped. Rot. 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 Ich gehe mal davon aus, rot heißt, dass wir das hier nicht hinstellen können. Warum nicht? Hier können wir es hinstellen. Rotate. Oder was? Aha. Und quit. Ach so. So. Wait until night come. Tear down tent. Ach so, so kannst du es wieder abbauen. Aha. Also ein Feuer können wir uns dann doch nicht machen oder brauchen wir uns dann doch nicht machen oder wie ist das? Zumindest können wir schlafen. So. Ich denke mal, viel wird von dem heutigen Tag hier eh nicht übrig bleiben, also würde ich einfach mal vorschlagen. Vorführeffekt, wir machen einfach mal jetzt die Augen zu und gehen schlafen. Tag 21. Natürlich habe ich Hunger. Und wir packen das Zelt wieder ein. So, und weil wir so großen Hunger haben, nehmen wir mal aus der besten Tüte. So, hier an der Stelle sind wir nicht dabei. Wir können hier nicht speichern oder ähnliches. Das können wir tatsächlich nur zu Hause. Und dann schauen wir mal einfach weiter, was der Tag jetzt uns bringt und gehen einfach mal ein Stückchen weiter. Wir haben ja die Möglichkeit dazu. Wo sind wir denn inzwischen? Oha, ganz schönes Ende. Aber hier scheint tatsächlich der Rand zu sein, gehe ich mal von aus. Sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Vielleicht finden wir ja doch noch die eine oder andere Stelle, wo man wieder Kisten hat. Weil solange wir die Map noch abgelaufen sind komplett, können wir es ja nicht wissen. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier den Rand lang. Gucken wir mal, was wir hier so sehen.
unten ist ja noch eine Höhle irgendwo. Ist ja auch nicht auszuschließen. Können wir jetzt Ausdauer einsammeln. Hier sieht es auch nicht so nach Höhle aus. Oder? Dieses blau schimmere, sag ich jetzt mal, täuscht manchmal sehr. Und dann geht man tatsächlich davon aus, dass da eine ist, aber das ist immer so etwas irreführend teilweise. Also wie gesagt, ich gehe jetzt nicht groß weiter, weil ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal querfeldein zurück. Weil wir haben ja noch ein paar Pflänzchen zu Hause, die auch noch ihre Aufmerksamkeit brauchen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier querfeldein, indem wir jetzt einfach mal quer durch ein Gemüsebeet gehen, sage ich jetzt mal, so sehen, hören, feststellen können. Und eine einsame Kiste. Inventory full. Was können wir denn vom Inventory? So. Nehmen wir die halt mit. So für Inventory. Also Moos brauchen wir ja jetzt nicht. Das findet man ja überall. So, jetzt schaue ich nochmal auf der Map. Genau, wir gehen jetzt quasi hier schön querfeldein. Hoffentlich zurück. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwo der Bär rumschleicht. Stiller. Vielleicht ergibt sich ja jetzt unterwegs schon was Neues. Oder auch nicht. Lass mich da jetzt auch nicht drauf. Also. Aber so lernen wir die Map auch ein bisschen besser kennen oder sehen. Vielleicht auch mal was anderes als nur vor der Tür. Weil es ist ja schon mittags. Schauen wir einfach mal, was uns hier so begegnet unterwegs. Hier sind wieder diese anderen. Ich glaube, dass man die fürs Nähzimmer braucht. Habe ich, glaube ich, gesehen schon mal, als wir uns das mal angeschaut haben. Ja, das war's schon. Durchatmen. Ich bin begeistert immer noch. Von diesen satten Farben und dieser frohen Farben. Zieht eigentlich so runter, ist nicht so dunkel, obwohl es ein Survival-Game ist. Die meisten sind ja meist immer sehr, ich sag jetzt mal, düster angehaucht mit irgendwelchen Monstern und. Das ist hier halt nicht so. Und das begrüße ich sehr. Nochmal was Ruhiges zu spielen. Ich habe mir die Tage jetzt auch ein paar Sachen noch runtergeladen, die wir gemeinsam uns anschauen können.
Aber irgendwann wird ja der Passus auch erstmal vorbei sein, weil dann haben wir ja alles wahrscheinlich gemacht. Ein paar Sachen stehen ja noch an. Aber die sind ja irgendwann auch erstmal für die Pre-Alpha durch. Und dann können wir uns dem nächsten Spiel widmen. Upsala. Und Hopsili. So, Wassernähe. Genau, jetzt sind wir wieder im Gefilde, die wir kennen. Dann hoffen wir mal, dass uns jetzt der Bär nicht begegnet, beziehungsweise uns einmal den Rücken streichelt. Würde ich jetzt nicht so toll finden. Aber bis jetzt scheint es recht ruhig zu sein, aber wir sind ja auch noch nicht zu Hause, ne? Weil ich das echt gerne wissen würde, ob der in die nächsten Versionen, in der finalen Version, wie auch immer, dann auch ins Haus reinkommt. Das würde ich schon gerne wissen, aber das werden wir dann vielleicht irgendwann erfahren, wenn dann die nächsten Versionen rauskommen. Werden wir es ja sicherlich erleben. So, dann werden wir uns erstmal um die Pflanzen kümmern. Oh. Tja, die sieht wohl nicht mehr so gut aus. Die kann man ernten. Die kann man scheinbar alle ernten. Ja. Gut, dann bringen wir erstmal das ganze Krams hier weg. Und dann ernten wir die erstmal. So. So, das ist aber dann hier schon wieder voll. Gut, dann nehmen wir mal die nächste Kiste. Geht ja denn nicht anders für die Sachen. So manuell umpacken kann man es nicht. Halt. Für den kleinen Hunger. So, und dann werden wir uns mal unsere Ernte einholen. Oh, da gibt es gleich Seeds dazu. Scheinbar nicht bei jedem. Aber da auch. Inventory full. Ach ja. Also Freunde, wir werden wohl das nächste Mal gucken wegen dem größeren Rucksack. Halt, warte mal, war bei dem anderen schon mit den Rüben auch schon so voll. Die waren da gar nicht drin, doch da unten. Den haben wir gar nicht. Packe ich erstmal hier wieder rein. So, und dann machen wir die. Unsere erste Ernte, Freunde. Hahaha. Juhu. So, den Rest holen wir uns auch noch. Bevor uns das hier noch schlecht wird. So. Mal nochmal hochgebracht. Dann speichern wir. So. Downstairs.
Nacht zum Schlafen. Gut, dann haben wir unser Nachtmahl zu uns genommen. Und dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Genau pünktlich. Tag 22. Und wir haben Hunger. So, jetzt essen wir aber was Ordentliches. So. Hier ist wieder schön aufgeladen. So. So, dann schauen wir mal, was die Werkbank noch so hergibt. Da. Das müssen wir tatsächlich wahrscheinlich noch finden, die Karte dazu. Eine Angel. Angeln können wir ja sicherlich auch. So, was brauchen wir denn? Sticks? Alte Klamotten. Wie viel waren das? Einer. Können wir eine zurückpacken. So. Zweimal Seil. Und 6 Sticks. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So. Angeln. Dann basteln wir uns jetzt mal eine Angel. Wir haben eine Angel. Oh Gott, ist los. So, warte mal. Jetzt muss ich echt mal gucken, wegen dem Rucksack. So, ich glaube, das mit dem Rucksack geht wahrscheinlich auch erst, wenn wir das Nähzimmer haben, ne? Weil das ist ja auch etwas, was man nähen muss, herstellen muss in Form von Nähen. 28, 6 Dings, einmal Glue. Glue hatten wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee. Warte mal, dann gucken wir mal, was wir. Das wäre meiner Meinung nach das nächste, damit wir dann die ganzen Räume alle fertig haben. Genau, da brauchen wir zweimal Crushwood, dieses von Unterschreisen und Yellow Ashley. Diese Yellow Dinger. Jetzt warte mal, das erstmal weg, weil Glue brauchen wir ja zuerst. Dann machen wir uns nochmal Glue und notieren uns das mal. So. Dann wissen wir nämlich, was wir als nächstes auf dem Plan stehen haben. So, wir brauchen. Sind das diese Large? Nee. Das sind die nicht. Das sind die, glaube ich, ne? Da haben wir schon zwei. Lime Mineral und Large Risen. Ich glaube, das war von diesem großen. Boah, wir sind ja noch mal ganz kurz auf dieses. Davon haben wir genug. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wenn ich sie jetzt sehe, weiß ich. Aber das war da bei diesen gelben Bäumen, ne? Genau, dieses Zeug da. Ja, dann werden wir das mal in Angriff nehmen. Wir speichern nochmal schnell. Essen haben wir mit. Nein, haben wir nicht. Gut, aber dann nehmen wir das Zelt und das jetzt nicht mit. Das klaut mir jetzt einfach zu viel Platz. So. Achso, Essen. Essen müssen wir trotzdem mit. So. Okay. Dann werden wir uns jetzt mal dahin begeben. Und
brauchen ja nur einen und dann diese gelben Blüten, Pflanzen, Dingens. Möchte, falls der Bär in der Nähe sein sollte. Deshalb etwas mehr Stille von meiner Seite aus. Ich habe das Gefühl, der war hier letztes Mal, deswegen bin ich da. Das arg ruhig jetzt gerade. So, jetzt haben wir erstmal diesen schönen großen von diesen Yellow Pflänzchen. Hin und wieder bin ich an so einem Ding vorbeigelaufen. Das habe ich dann nicht so als wer weiß das schon, ne? Dass man die Dinger halt dann auch noch braucht. Wenn man es nicht weiß. Ui. Sind die denn hergeflogen? So. Okay. Ja, ich bin immer noch recht still, ich weiß das. Aber ja nicht grundlos, ne? Fordert mir mal auch ein wenig Attention, Attention. Okay. Das funktionieren soll, aber wir können ja mal kurz gucken, wenn wir schon mal hier sind. So.
Gut. Muss man wohl erst richtig lernen. Also ich habe keine Ahnung von Angeln. Ich angle selber überhaupt nicht. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Experten. Ich bin kein Experte bei sowas. Ansonsten ein sehr geduldiger Mensch, aber Angeln ist nicht mein Fall. Das kann ich überhaupt gar nicht. Also, ich habe es auch noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Also, meistens immer nur daneben gesessen, aber nichtsdestotrotz habe ich dabei schon festgestellt, nö. Muss ja auch nicht, ne? Da hat ja jeder so seins. Immer wenn man was sucht, ne? Gucken wir mal hier ein bisschen noch. Ob es sich hier lohnt. So, aufheben. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück nochmal zu unserem Häuschen. Erstmal den ganzen Kram wieder weg. Bis auf eine Leafs-Pflanze, die wir ja benötigen haben. Wir haben im Grunde alles. Und da würde ich auch sagen, dem widmen wir uns dann in der nächsten Folge. Ist ja nun so, dass man das erzwingen muss. Weil so wie mit den Steelpipes war es ja ähnlich. War auch eine Weile gebraucht, bis wir die alle zusammen hatten. So, gucken wir mal, der kann dahin. Und Stickies machen wir hier rein. So, die kommen, ich glaube, hier rein, genau. So. Speichern wir das Ganze mal wieder. So, okay. Schlafen können wir noch nicht. Essen kochen wir auch später. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, für diese Folge soll es erstmal das gewesen sein. Wir haben einiges wieder geschafft. Wir haben ein paar Sachen wieder gebaut. Wir haben eine Angel. Wir konnten ernten, unsere erste Ernte einholen. Hat sich also schon ein wenig gelohnt. Wir haben unsere erste Nacht im Zelt verbracht. Konnten daher auch ein wenig unsere Map hier erweitern. Wie man so schön einen schönen Bogen gelaufen. Sehr gut. Wir sind hin und wieder mal den Bären begegnet. Gesehen haben wir ihn zwar nicht, aber uns hat das Auge verraten, dass er sich in der Nähe befindet. Ja, da würde ich sagen, für diese Folge machen wir erstmal Feierabend. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Wünsche euch noch einen guten Morgen. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch diese Folge angeschaut habt und freue mich auf nächstes Mal. Macht's gut, bleibt gesund, ciao.